Sie hat euch manipuliert. Oh Gott, bla bla. Oh, Alter, ist hier eine Stimmung. Für mich bist du falsch. Ich kann dir in die Augen schauen und ich kann dir auch sagen, wie scheiße du bist. Was passiert hier? Es wird immer besser. Hast du jetzt irgendwas erzählt oder nicht? Geht leider an meinem Niveau gerade vorbei. Ist halt falsch. Natürlich manipuliere ich hier keinen. Intrigenstadel. Meinst du, das ist schon? Und das ist Manipulation. Willkommen zu meinem neuen Lieblingsformat, Prominent getrennt. Ich habe da auch gar keine Angst, dass er mir an die Wäsche geht und umgedreht genauso. Sie hat wieder einen neben sich liegen, der auch darauf achtet, dass sie in der Nacht zugedeckt wird. Wenn ich mir die Kandidaten hier anschaue, kommt am ehesten Gigi in Frage. Der ist mit Sicherheit Experte fürs Decken. Zweimal oder so ihren Rücken berührt habe mit der Hand, kommt schon ein bisschen nah. Aber hast du mal versucht? Nein, die weiß ganz genau, wie ich kuschel. Berührt die nicht eine harte Hand von hinten, sondern eine andere. Wow. War fast absehbar, dass wenn sie über hart sprechen, nicht arbeiten meinen. Niveau-Limbo beim RTL. Wir dachten alle, es kann nicht schlimmer werden. Und zack, ist die Tür der Villa aufgegangen und das nächste Kandidatenpärchen war da. Hab ich nach rechts gedreht. Wo ist Michelle? Sie war nicht da. War komisch. Sie weiß ganz genau, ich mag das nicht. Warum schießt du auf und gehst einfach? Weil ich munter bin? Das passiert nicht mehr. Hä? Er denkt, ich bin sein Besitz. Er tut immer noch so, als hätte er irgendwas zu melden oder irgendwas zu sagen. Ich kann tun und lassen, was sie will. Zwei Dinge, die Gigi nie verstehen wird. Erstens, Michelle macht nicht das, was er will. Und zweitens, es gibt Filme, in denen nicht Vin Diesel die Hauptrolle spielt. Ich bin wirklich kurz davor, mir eine Gigi-Voodoo-Puppe zu bauen und ihn vor eine Emma-Zeitschrift zu setzen. Wobei ich berechtigte Angst hätte, dass er Glatze dazu macht. Du hast nicht kaputt gemacht. Was hat er kaputt gemacht? Dein Verhalten war vor mir ekelhaft, nach mir ekelhaft und während mir ekelhaft. Was glaubst du während der Beziehung ekelhaft? Hals, Maul. Ja doch. Hals. Hör auf, Hals, Maul zu mir zu sagen. Aber wenn du mir die ganze Zeit provozierst mit solchen Sachen, du weißt ganz genau, was mich nervt. Ich habe mir nur gedacht, lass Michelle reden. Sag lieber gar nichts. Ja, also die Stimmung zwischen beiden ist wirklich so gut. Man kann nur hoffen, dass ihr nächstes TV-Projekt nicht Aktenzeichen XY ungelöst ist. Also eigentlich, wenn wir immer streiten, gibt's eigentlich danach nicht immer. Aber eigentlich... Null. Egal, was ich ihm sage, er versteht's nicht. Geisteskrank bist du. Kann es sein, dass Gigi einfach nur auf Versöhnungs aus ist? Oder unterstelle ich ihm damit zu viel taktisches Denken? Ja. Du bist ein böser Mensch einfach. Weißt du, von diesen Disney-Filmen, immer diese böse Königin, die kann das 1:1 machen, wenn sie will. Ich will irgendwas zusammenschlagen hier. Ich kenne ehrlich gesagt nur einen Disney-Film, in dem auch er mitgespielt hat. Ja, vielleicht stehe ich jetzt auch einfach auf dem Schlauch. Aber welche Disney-Prinzessin hat dann bitte zu viel Botox abbekommen? Liebes RTL, ja. Einmal Therapie für alle. Und ich verspreche, das brauchen wir heute. Für mich war es so perfekt, weil Carina eh Michael und Markus nominieren wollte. Michael und Markus sind safe. Sehr ärgerlich. Klar verstehe ich, dass du am liebsten halt Carina auch raus hättest. Ach, nee, juckt mich nicht. Die tut mir ja nichts. Die hält ja so lange, wie ihren Mund hält und nicht manipuliert. Aha, das war so witzig. Erste Nominierung. Du wirst die Gründe hören und du wirst, glaube ich, schockiert sein. Ja. Hallo, guten Morgen. Wir haben gerade voll gelästert. Genug mit Unterbrechen, weiter mit Lästern. Ich lieb's ja, dass Serkan offensichtlich zu viel Gossip Girl geguckt hat. Ganz ehrlich, Carina und Harmlos. Sind die hier wirklich von allen guten Geistern verlassen? Also bis auf Markus Himbeergeist natürlich, aber ansonsten, hä? Und können wir kurz festhalten, dass sie ihn Cocky nennt? Wir machen hier gleich weiter, aber ihr müsst jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen. Road to 150.000 Abonnenten. Ich brauche eure Hilfe und weiter geht's. Übrigens, Cecilia hat ein Problem mit Gigi und Michelle. Die kommen so rüber, als ob sie zusammen sind und aber nur ihre Probleme haben. Und das ist halt bei Markus und Maike ja auch so. Ich wüsste mal gern, wenn wir nicht safe wären, wer uns nehmen würde. Jenny? Weil sie halt immer wieder betont, ja, wir sind hier bei Prominent getrennt und ihr seid gar nicht getrennt. Aber das machen sie bei uns auch die ganze Echt? Zeit. Ah, ja. Das war nämlich und ich habe gestern noch gesagt, wieso sagt die das nicht bei euch? Ja, genau. Na, bei euch ist es ja einfach noch offensichtlicher. Für alle, die neu sind und vielleicht Folge 1 verpasst haben, ihr müsst nachher reingucken. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Falls jemand unsere großen Stars hier nicht kennt, Jenny Elvis. Kennt ihr Nadel? Doreen? Kennt ihr stumpfe Skalpelle? Gigi und Carina? Kennt ihr Toastbrot? Also sie unterstellt uns damit ja so ein bisschen, dass wir hier fake sind.
dass wir Same. Was vortäuschen, was ich nicht ist. Im Interview ist mir fast die Tränen gekommen, was mich so sauer gemacht hat. Ich mag diese Ungerechtigkeit nicht. Die haben noch so eine starke Bindung, deswegen sind sie stärker bei den Spielen. Ungerecht. Ja, es ist sehr ungerecht. Das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Neid. Okay, also Jenny Elvers glaubt, dass beide Ex-Pärchen ein Fake sind. Michelle ist richtig sauer. Oh Gottchen, nicht, dass ich gleich wieder ohne Tränen weinen muss, die Arme. Weil gleich eine XXXXXX ja, und so weiter El Confro kommt, gehen wir jetzt direkt schon mal zum Spiel, damit wir nachher genügend Zeit dafür haben. Schau mal. Viel Spaß! Das Ex-Paar. Das Ex-Paar, genau. Markus und Maike, die sind nicht getrennt. Das wurde mir so gesagt. Abwarten, was kommt. Sackhüpfen durch den Dschungel oder irgendwas, glaube ich. Das wäre unser Ding. Sackhüpfen gefällt. Sackhüpfen oder wie Doreen sagen würde, morgens an ihrem Patrick vorbeigehen. Sackhüpfen oder wie es bei Patrizia Blanco auch heißt. Knicknack. Gigi ist einfach auch schon direkt völlig erschöpft. Klar, man ist so viele Menschen auch gar nicht mehr gewöhnt. Und dann gleich solche. Also auf jeden Fall was wieder mit Höhe zu tun. Ist halt gar nicht mein Terrain. So null. Also hat was mit Spider-Man zu tun? Nein. Oh, ich bin gut. Die Ex-Paare müssen das luftige Loch im Bodenbereich dieses schwingschwankenden Quaders mittels einer selbstgespannten Seilkonstruktion überwinden. Ich wollte Spider-Man anrufen, er hatte aber leider kein Netz. Mensch, ne, hätten die das von RTL gewusst, Höhe ist leider nicht so ihr Ding. Hyaluron hingegen schon. Was hat eigentlich Sarah Joel bei ihrem DSDS-Casting vergeblich probiert? Ich mach's, um die Spannung herzustellen. Hol das Seil schon mal hoch. Ich hab kein Seil. Natürlich. Nein. Links neben dir. Wir haben nur ein Seil, du Idiot. Ich wusste, ich komme auf die Lösung. Da kannst du aber lange drauf warten. Hä, hey, was macht Netflix? Du musst am Anfang von dem Fahren anfangen. Vom Faden. Okay. Idiot, Alter. Ach guck, nur Carina Spack liebt Höhe, weil sie so gerne auf andere herabsieht. Achtung, schon wieder eine Verwechslungsgefahr, gibt's ja gar nicht. Also, sie pfeifen hier aus allen Löchern und RTL steckt einfach weich in der Villa und nennt das Ganze prominent getrennt. Ein luftiges Loch überwinden oder wie es bei den Teilnehmern hier auch heißt, warten auf den Scheck vom Amt. Ja, wir können direkt abbrechen, wenn du so dumm bist. Also, jetzt hör mal auf. Ich war in meinem Film. Sie hätte mir noch was anderes sagen können, wäre mir egal. Was war? Hä? Ich war Fokus. Fokus. Ich glaube, dass der Schule nicht so toll fand. Dorenci, this is too danger. Ah! Oh. Ah, ah! Ah! Ich will gewinnen, da merke ich nichts. Da kann mir ein Fuß abfallen. Ich mach weiter. Bleib doch so, scheint der Position. Halt die Fresse. Alles klar. Ich drücke sehr die Daumen, dass da oben keiner einen Muskelkrampf bekommt, jetzt wo sie mal kurzzeitig überlegen müssen. Ich gebe zu, ich bin nicht ganz unparteiisch, ich finde die beiden mega gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, Michelle will ihn irgendwie loswerden. Also das, was Dani Büchner von den Einheimischen auf Mallorca kennt. Ich finde es gemein. Ich kann auch nicht denken, es ist einfach bescheiden, ist es doch. Ich soll mich umdrehen. Ich weiß nicht, du hast so viele Kurven. Was hat das damit zu tun? Ja, es macht dich schwerer. Du bist selber fett, Alter. Ich liebe deinen Po. Ich will nie, dass er kleiner wird. Ich hab mich echt gefühlt wie Spider-Man. Wirklich. Ich könnte der neue Spider-Man von Deutschland sein. Leute, eigentlich hätten wir es wissen müssen. Gigi steht natürlich auf große Ärsche. Deswegen hat er sich ja auch bei einer RTL-Sendung angemeldet. Ich hasse Männer. Hör doch einfach auf, Bullshit zu reden. Ist so gut gefühlt. Deine Brüste haben mir so viel Kraft gegeben. Damit dürfen die prominenten Getrennten jetzt abseilen. Ich denke jetzt immer an das Abseilen. Ruhe. Haben wir S***, wenn wir safe sind? Vielleicht. Warum genau warnt Karl Lauterbach uns nicht vor solchen Szenen? Es ist wirklich verwunderlich, dass Michelle nicht auf diesen ja, sehr, sehr guten Vorschlag eingeht. Machen wir es irgendwo einfach gleich. Ist in Reality-Sendungen ja eigentlich die gängige Art und Weise, Leute kennenzulernen. Das ist schon ganz schön peinlich, ne? 0 von 0 Punkten. Also komplette Niederlage so. Also wir sind aber auch über die Landesgrenzen hinaus, wir sind die Allerschlechtesten. Ist der Wahnsinn. Die haben mich mal beim... Na, ich musste lachen. Meinst du das schon? Glaube ich nicht. Ey. Ich weiß, es ist schon übertrieben. Ja. Totalausfall. Also wie kann man es so oft betonen? Das ist safe, das ist fake. Die längste Blamage, die ich in meinem Leben hatte, das steht fest. Irgendwie falle ich gar nicht auf und hat jetzt irgendwie was rausgehauen. Die längste Blamage ihres Lebens? Ja, wie das denn? Wird bei Adam sucht Eva etwa so schnell gedreht? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Natürlich legt Sarah Joel hier rum. Ja, und das ist die Macht der Gewohnheit, da eine Cam auf sie gerichtet ist. Wenn wir uns nicht safen, wir sind die Nächsten, die fliegen. Gigi und mich, also Gigi ist... Die sind so unterschätzt.
Genau, die er ist so eine, der schaltet einfach ab und macht einfach. Weißt du, was ich meine? So? Gigi und Michelle und halt Maike und Markus, weil das für mich halt keine Ex-Paare sind. Sonst sind wir immer auf der Liste. Maike hat was gegen Carina. Carina hat nur eine große Schwäche, eine Blasenschwäche. Wow, was für eine Sexbombe. Nein, Gigi, nicht das, was du denkst. Ey, ich hab keinen Bock zu zittern später. Sämtliche Mütter der Bachelor-Kandidatin kennen das allzu gut. Immerhin ist das auch die einzige Chance, dass ihre Töchter mal sagen können, ich hab den Bachelor. Ich verlinke euch hier das aller schlimmste Date beim Bachelor, das es jemals gab. Sie müssen nur eine Grabrede halten und das ist wirklich so unglaublich unangenehm. Merkt euch das für später. Ich habe Carina schon natürlich auch so ein bisschen beobachtet, aber die haben so, die weiß ganz genau, wem sie was wie sagt und so. Ne? Ich bin dafür zu lange in der Branche, als dass ich es nicht durchschaue. Wir beide haben uns manipulieren lassen vom Feinsten, sage ich. Im Flieger. Da hatte Carina uns auch einiges erzählt. Zwischen dem Streit von ihr und Michael. Ach, guck an. Unsere Carina hat die Leute also schon echt beeinflusst, bevor die ganze Sendung losgegangen ist. Nicht schlecht. Immer das Positive sehen, das haben wir ja gelernt. Das heißt für Carina, ja gut, eigentlich völlig egal, was kommt. Sie könnte auf jeden Fall bei Vox mitmachen. Am besten geht's nach La Palma. Mit verbrannter Erde kennt sich Carina ja extrem gut aus. Dann wurde mir nochmal sozusagen von der Seite gesagt, was ich dazu wählen hätte, aus den und den Gründen. Wir waren noch nicht mal da. Dieses, die sind doch noch ein paar. Stimmt doch gar nicht. Hab ich vor einer Woche noch gesehen. Bleibt hängen. Und das ist Manipulation. Ach, jetzt reicht's aber. Wenn mich jemand versucht zu manipulieren, würde ich die nominieren. Leute, Carina ist wirklich ein ganz normales Mädchen von nebenan. Also, wenn man Familie Ritter heißt. Jenny erkennt sofort, wenn sie jemand manipulieren möchte. Früher hat sie diese Leute sogar doppelt gesehen. Allerdings auch leicht schwanken. Ich glaube, wir dachten alle, Carina Spack ist der Brandherd Nummer 1. Und ganz plötzlich tun sich mit Sarah Joel neue, sehr spannende Nebenschauplätze auf. Ich kenne die jetzt seit gefühlt ein paar Tagen. Mhm. Und wir haben uns auf dem Flug hier unterhalten, auch über dich natürlich. Und Screenshots hat sie mir auch gezeigt. Welche Screenshots? Ich habe ihre Nummer nicht mal. Wenn Carina und ich ein Problem miteinander haben, dann ist das unser Ding. Du hast irgendeinem Freund gesteckt, dass du hast ihm wohl geschrieben, dass sie ein bisschen links sei. Da war mal irgendwas, wo ich dann wohl gesagt habe, die ist halt falsch. Ja, ist sie halt einfach auch. Und das ist kein Geheimnis. Okay, hast du dafür Beweise? Und das habe ich gegoogelt. Das reicht völlig, danke. Keine weiteren Fragen. Das wird jetzt hier richtig viele Männer in der Villa überraschen. Man kann bei Instagram auch Screenshots von Texten machen. Nee, das glaube ich dir nicht. Tja, kannst nachgoogeln. Es wird offensichtlich Zeit, dass RTL bei solchen Formaten schon anfängt, im Flieger zu drehen. Und wenn ich das wieder höre. Nein, es tut nein, das ist gut, das ist gut. Nein, ich sag jetzt. Nein. Es ist gut für mich zu wissen. Alles cool. Ich wollte nicht, ich habe das nicht gesagt, weil ich Unmut stiften will. Gar nicht. Nee, aber ich bin gerade richtig geschockt von ihr. Es ist noch schlimmer, als ich dachte, dass sie wohl im Flugzeug schon gestichelt hat über mich. Sie hat sogar Chatverläufe gezeigt, um zu manipulieren, dass alle gegen mich sind. Zu irgendeinem Typen meinte ich wohl, sei vorsichtig bei ihr. Mehr nicht. Also irgendwie so, pass auf, die ist hinterlistig falsch, sei vorsichtig. Wenn man sich so sehr darüber aufregt, dass andere hinter dem Rücken über einen sprechen, was macht man dann? Richtig. Altes Trash-Gesetz. Man spricht genau über diese Person hinter ihrem Rücken. Ach ja, Entschuldigung, aber das ist doch völlig klar. Sarah Joel wollte das hier nicht ausplaudern, um Unmut zu stiften. Die Chips waren einfach leer und irgendwie musste sie ja Carina dazu bringen, neu zu holen. Wieso gehst du vor der Show zu Kandidaten, um die vorab schon zu manipulieren? So, Fernsehen ist my life und es war die Ruhe vor dem Sturm, ne? Man hat's erwartet. Irgendwann ist die Stimmung gekippt. Sie ist zu mir gerade gekommen, so, Maike, ist krasser als ich dachte. Ja, die hat mir Verläufe schon vorher gezeigt, im Zug und bla bla. Welche Verläufe? Die Wahrheit ist, ich saß mit Jenny und Sarah zusammen im Flugzeug. Jeder hat so ein bisschen seine Vorgeschichten erzählt. Jenny hat ihre Vorgeschichte im Flugzeug erzählt. Okay, da müssen sie aber wirklich ziemlich lange Umwege geflogen sein, dass noch genügend Zeit auch für Sarah, Joel und Carina war. Oh Leute, ey, da haben wir so eine Truppe zusammen, oder wie es auch heißt, eine mediale Baumarkteröffnung. Ruhe! Annemarie, nicht jede Baumarkteröffnung ist für dich gedacht. Und dann kamen wir halt auf Maike. Dann hat sie mir Verläufe gezeigt, weil da drin steht, dass die vor 4 Wochen noch im Urlaub waren und dass die gar nicht getrennt sind und so. Naja, dass Maike und Markus zusammen im Urlaub waren, steht online. Das ist ein Online-Presseartikel. Muss man nur mal googeln. Habe ich ihr nur gesagt, ja, ich komme mit Maike sowieso nicht klar. Dann habe ich die Story erzählt mit diesem Hintergrund. Und dann gesagt, hier, ich habe die Verläufe sogar noch, habe das nur so grob gezeigt. Und dann hat sie gesagt, ich würde die Leute hier manipulieren gegen sie. Das nervt mich jetzt. Natürlich manipuliere ich hier keinen.
Hab ich entlarvt. Du lügst. Ich meine, wir sind schon alle weiter als 18 Jahre alt. Auch Gigi. Da müssen wir ja rausfinden. Wir haben gegoogelt. Also das Gleiche, was wir immer machen müssen, wenn die neuen Kandidaten einer Trash-Sendung bekannt gegeben werden. Nur damit wir alle auf einem Stand sind. Sarah Joel steckt Maike, Carina habe über sie gelästert, hat aber genau das selbst gemacht. Und sie glaubt, das kommt hier nicht raus. Was denken die? Keine Ahnung, die denken, wir sind übelst dumm alle. Wahrscheinlich gehen die da von sich aus. Ja, ich glaube, die sind oben. Die Info hast du von Sarah bekommen? Ja, ich kann von Glück sprechen, dass Jenny und Sarah ihre eigene Meinung gebildet haben. Hi. Hi. Kann ich mit euch einmal sprechen? Ja, wir schlafen nun mal zusammen. Ich will nicht, dass irgendwas unangenehm, unausgesprochen im Raum steht. Dann hatte sie mir gesagt, dass sie von euch schon gehört hat. Sarah. Ja? Gott, ey, ich liebe das alles hier so sehr. Miteinander schlafen, obwohl etwas Unangenehmes im Raum steht. Die Partner von Dani Büchner kennen das nur allzu gut. Und Maike sagte noch, Sarah sei total nett. Tja, sie liegt halt einfach immer konsequent daneben. Ist offensichtlich eine Berufskrankheit von ihr. Dass ihr ja eh noch zusammen seid, weil ihr vor 4 Wochen auch noch zusammen auf Mallorca wart. Hä? Nee. Nur weil wir im Urlaub waren, heißt das nicht, dass wir zusammen sind. Nur Mallorca stimmt auch nicht. Auf jeden Fall hatte sie mir da eben die Verläufe halt von irgendwie gezeigt. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt, dass wir uns halt nicht so gut verstanden haben, wegen dieser einen Sache, wo du geschrieben hattest, bah, was willst du mit der, das ist voll die Hinter... Und falls ihr mich nicht glaubt, dann habe ich nur diesen Chat aufgehabt und habe gesagt, hier, da steht jetzt auch alles. Und das war alles. Ja, keine Ahnung. Also für mich kam es halt einfach schon so rüber, dass du halt schon vorab versucht hast, so zu manipulieren. Und ach, das war alles? Also ich glaube dich, Carina. Mal von dieser ganzen, er hat gesagt, sie hat gesagt, nur mal abgesehen, ich weiß gar nicht, was daran so verwerflich ist, dass sie ihm sagen, sie wären getrennt, obwohl sie es nicht sind. Da hat es schon ganz andere Täuschungen gegeben. Melanie Müller beispielsweise sagt, sie wäre Sängerin. Das ist doch nicht zu fassen. Es wird erzählt, dass Carina manipuliert, vorab schon. Und das habe ich gesagt? Nein, Maike erzählt das. Ja, warum gehst du nicht jetzt gerade mal zu Carina und fragst, sag mal, hast du mit anderen darüber gesprochen, Maike zu nominieren? Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ja, und es wurde aber auch ihr Screenshot gesagt. Ich frage dich jetzt ganz direkt. Was fragst du mich jetzt? Hast du jetzt irgendwas erzählt oder nicht? Das ist die einfache, nein, es ist eine ganz Carina hat Frage. Uns was über Maike und Markus erzählt. Also du hast gar nichts gesagt. Ich muss mich ja gar nicht rechtfertigen. Ich bin ja gar nicht in der Position. Du musst dich auch nicht rechtfertigen. Ich frag dich doch ganz normal. Das ist eigentlich sachlich. Dieser Abend entwickelt sich zum feuchten Traum eines jeden Trash-TV-Liebhabers. Sarah Joels Schulabschluss, den gab es irgendwie auch gratis zu einer Tankfüllung dazu, oder? Das Ganze hat Folgen. Hoffentlich nicht so viele wie eine unnötig in die Länge gezogene Staffel Temptation Island VIP. Aber Folgen. Wenn du was erzählt hast, dann steh auch dazu. Also man merkt ja auch an der Körperhaltung und an dem Verhalten von den Menschen, wenn sie was weglacht, nicht mal mehr in die Augen gucken oder sonst was. Wir haben darüber gesprochen, dass die beiden zusammen im Urlaub waren, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ist okay. In meinem Kopf war das halt so vorab manipulieren, aber so Ansichtssache. Ne? Ja. Wahrscheinlich hattest du gar keine böse Absicht. Überhaupt nicht. Und damit ist es amtlich, wir können Carina genauso einen Vorwurf machen wie eben Patricia Blanco. Ich trinke erstmal nichts. Weil sie hier kein Glas Alkohol in der Hand hat. Ey, das ist schon echt die Masterclass der Manipulation. 2 lästern übereinander und am Ende ist eine dritte schuld. Halten wir fest, zu Beginn der ersten Folge fanden sowohl Serkan als auch Maike noch Carina richtig zum Kotzen. Und jetzt haben sie alle so gern, als wäre sie eine frisch geöffnete Packung Chips. Hör mal zu, ich sag dir jetzt mal ganz kurz was. Ich bin ein Mensch, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich habe vorher keinen Berührungspunkt mit den beiden gehabt, so gar nicht, 0,00000. Weil du sagst, du fühlst dich manipuliert. Und das ist der Fakt. Was passiert hier? Wir machen hier mal ein bisschen Stimmung. Hör mal zu, ich hätte auch gar nichts sagen können, Sarah. Ich hätte auch gar. Kannst du mir in die Augen schauen oder nicht? Ich habe keine Lust, damit dir zu sprechen. Es geht leider an meinem Niveau gerade vorbei. Alles klar. Tut mir leid. Welches Niveau? Genau, ja. Oh Gott. Was? Serkan, bekannt aus dem Bachelor-Universum und von Promi-Boxen, spricht Sarah, bekannt aus DSDS, Big Brother und einem Musikvideo mit Katja Krassewitze das Niveau ab. Das ist, als würde Mario Barth über Guido Kanz sagen, er wäre nicht lustig. Und unsere Carina sitzt im Hintergrund und beobachtet, wie andere einen Streit ausfechten, der im Kern um sie geht. Es ist also wie beim Bachelor, nur ohne Rosen und ohne elegante Abendkleidung. Sarah Joel hat auf jeden Fall eine gewisse Art an sich, die kann schon sehr provozieren. Ich bin jetzt das Problem. Nee. Doch, doch. Am Ende habe ich natürlich die Karten auf den Tisch gelegt. Weil wenn ich jetzt angegriffen werde, nur aufgrund dessen, weil ich ein ehrliches Gespräch zu Maike und Markus gesucht habe oder Hintergründe wissen wollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen,
dann können wir auch ganz offen reden. Ja, aber du weißt schon, dass es darum geht, dass die beiden dich nominieren wollen. Ah. Um nichts anderes. Und zum ganz offen Aussprechen hat sie sich ausgerechnet Gigi ausgesucht. Also, ey, Sarah, ist jetzt alles scheißegal. Ja, ja, hier geht es eben am Ende um Ruhm und Ehre. Beziehungsweise um Ruhm und Ehre bei Markus. Ich bin sauer. Für mich wie so eine Herzplatte. Die wurde da gezündet. Und es war Serkan, komm mal bitte kurz. Bruder, komm mal, sag nicht, Bruder, komm doch jetzt. Ja, was willst du an ihm? Ja, ach, Digga. Du schimpfst, dass ich uns wählen wollte. Ich bin in einem Format, ich will das Ding gewinnen. Irgendwann muss ich hier so oder so jemanden wählen. Ich weiß nicht, wie du mir in die Augen gucken kannst. Ich kenne dich seit 3 Tagen, Digga. Ich hab doch gar nicht, du bist nicht mein Bro oder sonst was. So klar, man sagt Bro. Sekunde, aber Brudi ist doch das neue Bro. Man muss so aufpassen, ich hing letztens noch bei Digga. Bruder! Bruder! Ey, Lava! Seid ihr alle bereit? Also zum Wohl hier. Bereit, nicht breit. Das Ganze eskaliert hier gleich noch so richtig schön. Ich hasse Carina, aber ich würde dich niemals rausfinden. Wenn ich jetzt mich im ersten Spiel gesaved hätte, zweites Spiel gesaved hätte, drittes Spiel auch noch, hättest du mich in der 4. Runde gewählt, ja oder nein? Wenn du ein Schatz für mich bist, ja oder dann nein? Will ich dich im Finale sehen mit mir. Und dann? Verlierst du. Lieber habe ich im Finale einen schönen Konkurrenten, einen Bruder, okay, wenn's, den ich aber kennengelernt habe. Wenn es dann um 100.000 Euro geht, dann will ich dich sehen, ob du dann noch davor so sagst, ey, es geht um meinen Bruder, sonst für den du 3 Tage kennst. Okay, gut. Ja. Hammer, lass gut sein. Und am Ende stehe ich im Finale gegen so ein starkes Paar. Doch nicht blöd. In welcher Disziplin ist Gigi eigentlich stark? Lass es so bleiben, da kommt gleich noch mehr. Naja, Brüder, kann man sich halt nicht aussuchen. Daran wird Maite Kelly jeden Tag schmerzlich erinnert. Und wisst ihr, was hier gerade passiert? Serkan hat jetzt doch wieder Gemeinsamkeiten mit Carina. Er verliert hier gerade genauso viele Sympathien wie Carina damals an Werbepartnern. Carina hat so ein bisschen so einen Bock reingehauen, in den das passiert ist. Ich meine, jetzt haben wir die Quittung dafür einfach. Wegen dir ist es alles. Nee. Ja, merkst du selber, oder? Format für Format, dass es immer an dir liegt. Entweder Sarah fliegt oder Gigi fliegt, weil sonst haben wir zu viel Stimmen gegen uns jedes Mal. Wenn ich nominiert werde, nur durch Carina. Weil Carina ist halt eine Person, die weiß, okay, wenn die Kamera läuft, die muss auch mal hier und da Spitzen verteilen, dass ich vielleicht das Ganze so ein bisschen ausbade und Carina reinwasche, in Anführungszeichen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Serkan will die Schuld auf sich nehmen, damit Carina besser dasteht. Ist das jetzt nett oder dumm? Oder wie Gigi sagen würde, ist auch spannend, Carina sieht die Schuld nicht bei sich. Und sie sagt, ihr Hirn arbeitet unter Stress nicht so gut. Hat sie am Ende immer Stress? Naja, aber was löst bei den Kandidaten hier immer den allergrößten Stress aus, weil das nie etwas Gutes heißt? Passt! Wow! Die Shen und Gigi, ihr habt das Spiel gewonnen! Hey. Es kommt immer zurück im Leben. Es kommt immer so recht. Jetzt mach ich was. Ist klar. Hast du mir gewünscht, ne? Das ist geil. Fuck mich so ab, Alter. Weil ich abhängig bin von einer Teampartnerin. Serkan und Carina haben uns nicht gratuliert. Die waren sehr traurig. Die denken sich, oh nein, was machen wir jetzt? Oh nein. Alle gratulieren Gigi. Das hat er so auch noch nicht erlebt, dass sich so viele Leute darüber freuen, dass er bald Knickknack hat. Es ist gut möglich, dass Gigi jetzt seinen Bruder vor die Tür setzt. Also, dass er genau das macht, was wir uns seit Jahren von den Ehrlich Brothers wünschen. Bleib cool. Bleib noch cool. Bleib noch cool. Folge mir und bleib noch cool. Die beiden dachten wahrscheinlich, sie sind safe. Deswegen können sie auch manipulieren und tun, lassen, was sie wollen. Tja, hat leider nicht geklappt. Guckt mich jemand an? Nee. Ma si ma dai, ma metti la cazzo, ma metti la cazzo, ma si ma dai. E che cazzo. Ist das jetzt ein Freudentanz oder ist Gigi einfach aus Versehen an einen Weidezaun gestoßen? Oh, er mustert sie, als wäre sie ein Proteinriegelregal. Bevor sich gleich alle hier richtig zerfleischen, müssen sie noch kurz zur Challenge. Wie immer beim Gruppenspiel gibt's nichts zu gewinnen. Als gesamte Gruppe über die Slack-Linie gehen, ohne dass einer den Boden berührt. Deine Füße darfst du nicht anheben, okay? Immer nur ziehen, schieben, also so an dem Ding ziehen. Halt die Fenster, bleib mal! 9.000 Euro sind flöten gegangen. Schon eine Menge Geld, aber immerhin nicht so viel wie die anderen beim letzten Gruppenspiel. Oh, besser nicht den Boden berühren, aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man schon ganz unten ist. Erstaunlich, mit weißen Linien kennen sich ja einige der Kandidaten hier sehr, sehr gut aus. Nur darüber gelaufen sind sie bisher offensichtlich halt noch nicht. Achtung, es tut sich ein neuer Brandherd auf. Markus will nämlich jetzt mit Patrick sprechen. Du bist nicht sicher, ob ich ehrlich bin. Aha. Damit komme ich nicht klar. Klar, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben.
geraucht, zum Beispiel von 13 bis 17 bis 20 war ich drogensüchtig, war 7,5 Monate in Therapie, habe aber meine Sucht verlagert. Ich war spielsüchtig, ich habe 100.000 Euro damals verzockt. Ist das natürlich beeindruckender als eine Geschichte, wenn jemand sagt, ja, ich habe meinen Fuß gebrochen mit 15. Ich bin aber sehr direkt und sehr offen. Ich rede darüber offen. Markus hat sehr viele Wiederholungen. Ich war aber schon immer sehr offen. Warum sagt er das so oft? Hat Cocky etwa geweint? Oder wie nennt man es, wenn sich an Cocky irgendwelche Tröpfchen bilden? Also um das nur mal zusammenzufassen. Er hat zwischen 13 und 17 oder zwischen 13 und 20, so genau weiß das hier keiner, irgendwelche Substanzen genommen, die wir eigentlich bräuchten, um das Ganze hier erträglich zu machen. Und jetzt auf zur Nominierungsschlacht. Was denken die Ex-Paare übereinander? Bist du dran? Ah, ich bin dran. Ach so. Kommst du mit? Ah, bleib da. Carina. Wo bist du? Ah, Serkan. Carina, für mich bist du falsch. Danke, dass du mir die Bestätigung gegeben hast. Gerne. Ich bin ein Typ. Wenn jemand in meinen Augen ein Fisch ist, ich sag, du bist ein Fisch in meinen Augen. Ich habe kein Problem damit. Cecilia liegt hier so regungslos auf dem Bett. Gut, das hat sie wahrscheinlich beim Bachelor gelernt. Was wissen wir eigentlich alles über Fisch? Das schmeckt so fischig, ich weiß auch nicht, was das ist. Der Fisch. Ausgerechnet Anushka macht keinen Fisch, aber jeder Vegetarier natürlich schon. Du hast deine Show abgezogen, war schön. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Wo bist du? Da bist du. Er kriegt Sachen erzählt, wenn er die halt so hinnimmt und nicht eine zweite Meinung sich holt, dann ist es in Ordnung. Ja, sehr geehrte Freunde, wir sind neutral und ohne Vorurteile in die Villa gekommen, bis wir dann festgestellt haben, dass ein Pärchen halt ganz besonders stichelt und schon versucht zu manipulieren, Rina und Serkan. Ja, es ist nicht so ganz einfach für Gigi hier zwischen all den Bildern, das kennt ihr ja von Insta, da sehen die Frauen ja auch alle immer gleich aus. Apropos, meinen Instagram-Account verlinke ich hier. Maike lässt sich nicht wie ein Lappen behandeln, sie trägt nur manchmal vielleicht welche. Bist du bereit? Gleich mal vorweg, um eine Sache von euch aufzugreifen, und zwar das Wort Manipulation. Ihr solltet mal dieses Wort alle mal googeln. Es gibt hier eine Person, die ganz, ganz bestimmt Manipulation und Hetze betrieben hat. Das sind ganz bestimmt nicht ich und Carina. Ihr habt euch manipulieren und beeinflussen lassen. Alex lacht darüber, dass er Manipulation googeln soll. Er wusste aber nicht, dass man da was anderes als seinen eigenen Namen reinschreiben kann. Und jetzt richtet sich Serkan gezielt an Gigi. Zu dir, ich kann dir in die Augen schauen und ich kann dir auch sagen, wie scheiße du bist. Worauf soll es hinauslaufen? So. Für mich liefern die beiden eine Show. Fertig aus. Aber da du nicht von Decke bist, da du nur von Decke zu Tapete denkst. Ich fand's ein bisschen unangenehm. Ist es auch sinnlos, mit dir zu diskutieren. Du hast keine Argumente, du kannst nicht reden. Deswegen ist es auch bei dir Banane. Mit dir irgendwas zu diskutieren. Was redest du? Was redest du? Bleib mal ruhig. Eine Sekunde. Habe ich das richtig verstanden? Serkan findet, dass Gigi zu doof ist, um zu verstehen, dass er zu doof ist. Hat denn Gigis Facharzt in Doktorspielchen überhaupt gar nichts mehr zu bedeuten? Aber tatsächlich muss man sagen, dass Serkan hier am ehrlichsten bisher aufgetreten ist. Frage ich mich nur, was er und Carina jemals aneinander gefunden haben. Sarah, meine Menschenkenntnis hat mir gesagt, pass auf, irgendwas ist da, das nicht passt. Genau. Du bist sowieso argumentativ komplette Null. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Du konntest mir nicht in die Augen gucken, als wir diskutiert haben. Immer hast alles weggelächelt, hast irgendwo anders Zustimmung gesucht und bist dann zu den anderen gelaufen, hast erzählt, dass Carina dir irgendwelche Screenshots gezeigt hätte oder sonst was. Es gibt aber schwarz auf weiß auch bewiesen, dass du über Doreen gesprochen hast und über, wen war's? Ach, Cecilia, wo ist sie denn da? Cecilia, die du gar nicht kennst. Und was ist jetzt daran genau besonders? Sarahs Mienenspiel macht dir so ein bisschen Angst, wenn sie vorgibt, genau zuzuhören. Sieht das ein bisschen aus wie Matthias Mangiapane, wenn er erschrickt. Bitte macht, dass die RTL-Redaktion in der kommenden Staffel Julia Siegel einfliegen lässt, damit sie eben die ganzen bösen Geister aus der aktuellen Staffel hier ausräuchert. Aber was ist denn jetzt mit Doreen und Cecilia? Und meintest, von irgendeiner TV-Show, wo sie jetzt einmal dabei war, denkt sie jetzt, sie ist die Größte. Woher nimmst du dir das Recht, dass du so über sie urteilst? Sie hat euch manipuliert, indem sie euch gesagt hat, wen wir nominieren wollen. Nein, ich habe sie nicht manipuliert, ich habe das Ganze aufgeklärt. Doreen freut sich sehr, es ist wirklich lange her, dass mal jemand über sie gesprochen hat. Sie will nachher Sarah noch eine Autogrammkarte ans Bett stellen, davon hat sie ja wirklich noch mehr als genug übrig. Wie heißt es so schön? Das Leben ist wie eine Schachtel voll mit abgeknipsten Fußnägeln und dementsprechend zündelt Serkan hier weiter. Da bin ich überfordert, da bin ich zu alt für. Sarah und Dominik. Ja, wer hat jetzt hier die Show gesucht? So viel Bullshit auf einmal. Geiler Scheiß. Referate waren eigentlich nie meins, aber das heute habe ich wirklich genossen, weil... Ich muss sagen, ich war auch beeindruckt, so habe ich ihn noch nie reden hören. Siehste? Als Serkan tatsächlich zuletzt in der Schule ein Referat gehalten hat, hat auch die Lehrerin danach so viel Bullshit auf einmal gesagt. Gestern hatte Serkan
einfache Fragen gestellt, die man hätte mit Ja oder Nein beantworten können, was nicht gemacht wurde. Die ganze Situation gestern fand ich sehr unangenehm. Sarah und Dominik. Aber einfach dann irgendwo auch Mitläufer. Wir sind eigentlich hauptsächlich gerichtet gegen Markus. Okay. Okay, dann musst du ein bisschen ehrlicher werden. Oh, Alter. Das ist mein Bildungstrash-TV. Robin fand diese Situation unangenehm. Mir war nicht klar, dass jemand, der bei Temptation Island war, dieses Adjektiv überhaupt kennt. Serkan, Carina, ihr seid einfach ein zu geiles Team und seid zu fit. Gestern wurde hier Unruhe gestiftet von dir, Sarah, und hast die Leute zusammengetan und darum nehme ich dich. Gehören die für mich jetzt so ein bisschen zum Mitläufer-Clan? Bevor du mit dem Zinger auf mich zeigst und mir Worte in den Mund legst, die ich nicht gesagt habe, solltest du dich besser informieren. Richtig, das war auch gestern meine einfache Frage, konntest du aber nicht beantworten. Oh, das steht draußen. So, jetzt müssen wir einmischen. Ich bin sowas von ein normaler Typ, aber wenn sie draußen steht, hat sie das Wort. Wer draußen steht, hat das Wort. Also ich glaube, genau so ist auch Kathi Hummels an ihren Moderationsjob bei Kampf der Reality Stars gekommen. Die stand einfach lang genug vor irgendeiner Tür. Und was würde eigentlich Gigi's kleiner Gigi sagen, wenn er sprechen könnte? Ich bin halt ein Dummdödel, weißt du? Ich rede mal ein bisschen zu viel, deswegen kann man viele Dinge gegen mich verwenden. Ja? Sie versucht halt irgendwie Sendezeit zu bekommen und dann kommt da nur Scheiße dabei rum. Deswegen ziehe ich mir den Schuh von wegen manipulativ und falsch absolut 0,0 an. Warum hast du es Cecilia nicht gesagt? War auch zu quatschen. Ja? Wenn du eine Meinung hattest. Ich muss nicht allen alles sagen. Ah, okay. Warum soll ich das dann machen? Wieso sprichst du dir jetzt gerade? Warum soll ich denn meine Meinung sagen, wenn du deine Meinung auch nicht sagst? Ich verstehe transparent auch nicht, ne? Banane, Alter. Komm, häng's hin. Alles klar, danke. Banane? Dir. Jetzt muss ich aber weinen. Ich bin Banane. Ja, oh Gott, bla bla bla. Ja. Carina und Sarah Joel. Da haben sich wirklich die beiden richtigen Falschen gefunden. Hat Sarah Joel gerade gesagt, dass sie zu dumm ist, um andere zu manipulieren? Gut möglich, aber das hält ja auch die anderen nicht davon ab, genau das zu probieren. Ihr solltet einfach in der nächsten Runde überlegen, wem ihr vertraut, weil sie hat Einfluss auf euch genommen. Können wir das nicht nachher diskutieren? Nee, da sind wir nicht mehr da. Der Flug ging auf jeden Fall 2 Stunden und es wurde ein Teil von einem Gespräch genommen aus diesem Flug, der nur erzählt wurde und nicht, was davor war. Es wurde über Doreen gesprochen. Ich will es gar nicht sagen. Hätte ich den ganzen Flug erzählt, dann hätte jetzt hier jeder ein Problem mit mir. Wenn die mit mir im Flieger waren, haben wir auch schlecht über Doreen im Vollfeld gesprochen. Kann man den ja einfach nur mitgeben als Geschenk hier lassen von uns, dann, damit es dir nicht langweilig wird, wenn wir nicht mehr da sind. Ganz kurz, darf ich mal fragen, was ich damit zu tun habe? Die Flugbegleiter, die auf diesem Flug arbeiten mussten, sind vermutlich bis heute aus nervlichen Gründen krankgeschrieben. Wow. Erst quälte Carina kleine Räubchen auf ihren Augenlidern, dann unsere Sherry-Sherry-Lady Claudia Obert und jetzt uns. Einerseits ist sie schlimm, andererseits ist halt dieses Kuriositätenkabinett genau das, wofür ich lebe. Ach, es wurde gesagt, es haben sich halt 2 getrennt und dann hast du direkt dem Ex-Typen geschrieben, ach komm doch zu mir in Tegernsee, mach dir ein paar schöne Tage. Merkst du noch was? Du hältst hier alle aus, du laberst die ganze Zeit einen Bullshit. Ist ja auch egal. Das Ding ist einfach, sie kommt unschuldig davon, weil jeder denkt, es war nur Carina, aber es ging um beide. Du bist so falsch informiert, du solltest echt deine großen Ohren besser nutzen. Ja, danke dir. Jetzt wirst du oberflächlich auch noch. Du bist doch derjenige, der hier instrumentalisiert wurde. Mich anzugreifen, obwohl es gar nicht um ihn und mich ging. Ey, Sarah, das mit den Ohren ist wirklich richtig hart. Wir sagen doch auch nicht, Carina sieht aus wie die WC-Ente auf Crack nach einer verunglückten OP. Und wie wir bei Dominik einfach sehen, dass er sich in die heile Welt des Profi-Tennis zurückwünscht. Das einzige Geschrei, das man da hört, ist das von Novak Djokovics Familie. Aber ich bin einfach nur ehrlich und sie ist falsch. Sie ist einfach nur ehrlich und ich bin falsch. Und das verwechselt sie. Jenny hat gesagt, du hast einen Ex von ihr eingeladen zum Tegernsee, nachdem sie getrennt waren. Den Steffen? Das hat sie negativ aufgefasst. Sie hat gesagt, Sarah meinte dann, ich soll dann aufpassen, nicht, dass du dich noch an Serkan ranmachst. Aber Doreen, das ist egal. Bedeutungslos. Du bist sauer auf mich. Warum, Doreen? Ach, können wir das morgen besprechen? Gerne. Ja. So. Aber dann sag. So ein Fähnchen im Wind. Wer ist ein Fähnchen im Wind? Na, alle. Was ist los? Ich verstehe nicht, was jetzt los ist, warum jetzt so schlechte Stimmung ist. Das hier ist echt nochmal Manipulation auf einer ganz neuen Ebene. Carina, unser Herzchen, zaubert einfach nochmal ganz schnell eine neue Variante aus dem Hut. Eine Frage, wie nennt man eigentlich ein Tinder-Date mit Carina? Eine ordentliche Links-Rechts-Schwäche. Also, ich habe ja die Gespräche gerade gehört. Wo denn? In der Küche. Du warst doch hier. Ich hab's gehört. Ich kam ja einmal rein. Die Augen auch ein bisschen so intrigant? Oder? Ich bin jetzt intrigant. Tut es weh? Ich mag dich total gerne. Und mir tut es weh, dass du in irgendeiner Form jetzt ein Problem mit mir hast, weil da irgendwas gefallen ist. Oh, Alter, ist hier eine Stimmung. Das
Carina es dann wieder geschafft hat, tatsächlich zwischen so den entspanntesten Köpfen hier im Haus auch nochmal Unfrieden zu stiften. Du bist völlig piss jetzt irgendwie. Ja, weil du hast gesagt, ich hätte deinen Ex angeschrieben, Steffen, ja? Und hätte ihn eingeladen im Tegernsee. Eines hat sich einfach nicht geändert. Carina Spack hat mehr Gesichter, als Harald Glöckler sie jemals hatte. Irgendwie habe ich inzwischen das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der nicht an Doreens Haus am Tegernsee war. Das hier ist einfach eine ganz moderne Form der Hexenjagd. Man weiß ehrlich gesagt nur nicht genau, wer die Hexe ist. Sie! Und? Sie! Und eine von beiden muss gehen. Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Ich würde alle an Tegernsee einladen. Sagst aber, dass sie gesagt hat, ich hätte sie eingeladen, aber du hast nicht gesagt, was ich gesagt habe. Hab ich überhaupt nicht gesagt, Doreen, das stimmt so nicht. Das ist aber, lass mich doch mal jetzt her. Okay, warum werde ich dir jetzt angeschissen? Was machst du denn hier für ein Fass auf, Doreen? Naja, das stinkt irgendwie ein bisschen. Also kein Deut besser als Carina auch. Eine Sekunde, Doreen macht hier ein Fass auf. Werden etwa Georgina und Kubi noch erwartet? Ich finde es sehr authentisch, wie Patrick da im Hintergrund einfach rumläuft und so tut, als würde es ihn überhaupt nichts angehen. Er ist einer von uns. Schade Banane. Komm, dieser Scheiß mit dieser Banane die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer schuld, es war schon immer so. Und ihr seid die Nächsten, sorry, aber ist so. Da wurde so viel Unfrieden gestiftet jetzt noch gegen Ende und so viel Gift gesprüht. Mit anderen Worten. Geil. Am Ende ist immer die Banane schuld, die hat schon das ein oder andere Unglück hervorgebracht. Gigi kann davon ein Lied singen. Carina ist raus. Was sagt ihr dazu? Gut oder doch schlecht? Lasst jetzt ein Abo mit Glocke da. Ich glaube, das wird noch so mega, mega gut. Und ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Ich verlose 20 RTL Plus Coupons. Ihr müsst schnell sein. Wie es geht, steht in der Beschreibung. Und ich drücke die Daumen. Folge 1 war der Oberhammer. Es ist ein absoluter Klick-Tipp. Das allerschlimmste Date beim Bachelor. Das war Cringe Deluxe. Viel Spaß mit allem. Und dann sehen wir uns gleich hier oder hier.